Albrecht, in deinem Buch Die Reformlüge, das 2004 erschienen ist, hast du 40 Denkfehler abgehandelt. Unter Ziffer 1 steht, alles ist neu. Was muss ich darunter verstehen? Alles ist neu. Und wenn ich was darunter verstanden habe, gilt es heute immer noch. Das sind ja immerhin 12 Jahre her. Ja, das etwas Bedrückende ist, dass die 40 Denkfehler, Mythen und Legenden zum großen Teil noch gelten und auch dieses mit der Vorstellung, die uns suggeriert wird, dass alles neu sei, auch das ist immer noch gängig. Ich habe das damals an zwei Beispielen klargemacht und die kann ich leider auch noch mal wieder aufgreifen, weil sie in der öffentlichen Debatte immer noch eine Rolle spielt. Es wird oft immer noch so getan, als sei der demografische Wandel etwas, was in den letzten 10 Jahren über uns gekommen ist. Das stimmt aber alles nicht. Wir haben im 20. Jahrhundert, also zwischen 1900 und dem Jahr 2000, einen gravierenden demografischen Wandel gehabt. Und wir können da zeigen, dass auch schwierige Veränderungen der Demografie und solche durch Krieg bedingten Ausfälle im männlichen Publikum unter den Deutschen, dass das alles dazu geführt hat, dass wir das irgendwie bewältigt haben. Mhm. Und das demografischen Wandel gab es immer. Genau das Gleiche gilt für die Globalisierung, die jetzt angeführt wird. Also im Beschluss der SPD bei ihrem Konvent in Wolfsburg, da beginnt der erste Satz damit, die Globalisierung braucht faire Regeln, heißt es da. Mhm. Also die Globalisierung ist das erste Wort dieses Beschlusses. Mhm. Und in der Tat wurde vor 10 Jahren, als die, vor 15 Jahren, nee, 13 Jahren, als die Agenda 2010 ins Leben gerufen wurde, wurde auch immer behauptet, dass die Globalisierung ganz neu sei und deshalb müssten wir jetzt auch Reformen machen. Mhm. Und das stimmt nicht. Es war 1913 Deutschland schon so in die Welt integriert im Handel, wie wir das heute haben oder wie wir das in den 70er Jahren hatten, würde ich mal vorsichtig sagen. Mhm. Seitdem hat sich noch ein bisschen verschoben. Aber das sind quantitative Veränderungen und keine qualitativen Veränderungen, die es möglich machen zu suggerieren, es sei alles neu und wir müssten uns jetzt neu darauf einstellen und wir müssten jetzt zum Beispiel ein Freihandelsabkommen schaffen wie CETA mit Kanada oder TTIP wie mit den USA oder das Dienstleistungsabkommen, was ja auch noch zur Debatte spielt, TISA und was gravierende Bedeutung, negative Bedeutung aus meiner Sicht haben wird. Das wird alles begründet mit der Suggestion, jetzt sei halt die Welt so neu, dass wir uns auch Neues überlegen müssen. Dabei verändert sich die Welt ja ständig. Und damals hat man wahrscheinlich nur andere Begriffe benutzt. Das sind ja wahrscheinlich Begriffe, die hier ständig wiederholt werden und ständig oder die vielleicht auch neu geschaffen wurden. Ich glaube nicht, dass man 1913 von Globalisierung gesprochen hat oder vom demografischen Wandel wahrscheinlich. Und die werden penetrant immer wiederholt und dann auch als Begründung für Veränderungen. Ja, sowas wie Globalisierung ist in der Tat wahrscheinlich mit erfunden worden, um die neoliberale Ideologie in Deutschland zu implantieren, anzuwenden. Zu unterstützen. Ja. Anzuwenden. Ja. Das ist wahrscheinlich eine solche Erfindung, die man deshalb gemacht hat und eingeführt hat. Und beim demografischen Wandel wahrscheinlich, um die Rentenversicherung zu schwächen. Genau so. Also da kann man das sogar sehr gut nachweisen, wie die Zuständigen und ihre wissenschaftliche Entourage, also die Wissenschaftler, die sie eingekauft hatten, um sich zu unterstützen, wie die ganz bewusst auf dieser Linie fuhren und also immer wieder wiederholt haben und dass die Alterung eintrete, dass wir alle zu alt werden, dass es zu wenig Junge gibt und so weiter. Das ist eigentlich alles eingeführt worden, um politische Ziele zu erreichen. Wer hat denn davon profitiert, dass diese Begriffe so häufig und so penetrant benutzt wurden? Was war denn der tiefere Sinn dahinter? Wer wollte damit was bewirken? Also, ich will nicht spekulieren, aber es ist schon sehr auffällig, dass
diese Parole, alles ist neu, benutzt worden ist, um einen Angriff zu fahren auf die europäische Sozialstaatlichkeit und auf die bei uns doch relativ weite Verbreitung der öffentlichen Verantwortung für die Herstellung von bestimmten Gütern, um dann Privatisierung möglich zu machen und so weiter und so fort, wovon die großen Investoren alle profitiert haben. Also das scheint mir der Kern dessen zu sein, wenn man einen Angriff fahren will auf die Sozialstaatlichkeit, zum Beispiel in Schweden, was ja auch gelungen ist, und in Deutschland, dann muss man behaupten, es ist alles neu und ihr könnt nicht so weitermachen und ihr lebt über eure Verhältnisse und die Sozialstaatlichkeit kostet uns Arbeitsplätze und dergleichen mehr. Also diese Konnexe, diese Verbindungen gibt es da. Und ich denke schon, was die meisten Leute gar nicht sich so vorstellen können, dass es solche strategischen Planer gibt, dass es Leute gibt, die sich solche Parolen wie alles ist neu ausdenken, um dann solche grundlegenden Veränderungen in diesen Staaten auf den Weg zu bringen. Ja, wobei unser Sozialstaatsprinzip, das im Grundgesetz verankert ist, beinhaltet ja nicht, wir haben hier das Sozialstaatsprinzip abhängig von den jeweiligen Verhältnissen, sondern wir haben ein Sozialstaatsprinzip unabhängig von den Verhältnissen. Also es hätte ja mal jemand merken können und sagen können, hallo, unser Sozialstaatsprinzip bleibt unabhängig davon, ob wir demografischen Wandel haben oder ob wir Globalisierung haben. Hätte ja mal jemand darauf aufmerksam machen können. Das ist richtig, es hat aber niemand darauf aufmerksam gemacht und diese Parole, es sei alles neu, ist natürlich auch etwas, was dann verfängt dann und selbst im Gewerkschaftsbereich ja verfängt, weil die auch denken, oh Gott, wir müssen uns darauf einstellen, wir müssen flexible Arbeitszeiten oder flexiblere Arbeitsverhältnisse hinnehmen, wir müssen eine Reduzierung der Arbeitnehmerrechte hinnehmen, weil eben die Globalisierung und alles um uns herum so in Bewegung ist, dass wir unsere Sondersituation, unsere Sonderregelungen positiver Art im sozialstaatlichen Bereich nicht aufrechterhalten können. Das ist von der Denke her völlig falsch. Das ist völlig klar. Also man kann das wunderbar nachweisen, wiederum an der Altersvorsorge, dieses Umlageverfahren, was die alte gesetzliche Rentenversicherung getragen hat, ist hocheffizient. Da hätte es überhaupt keine Gründe gegeben, anders ranzugehen und abzubauen. Genauso kann man sagen, dass so behaupte ich jetzt mal, die Versorgung der Menschen mit Briefen und Post, also das, was die Deutsche Post AG heute macht, dass das in öffentlicher Regie mindestens so gut läuft wie privatisiert. Da sind es nämlich dann mehrere Gesellschaften, die ihre LKWs durch die gleichen Straßen schicken und so weiter und so fort. Und das kann auf keinen Fall effizienter sein. So kann man an vielen Beispielen zeigen, dass auch die erwirkte Privatisierung erwirkt durch die Behauptung, es sei alles neu, wir müssen uns neu orientieren. Wir müssen reagieren. Wir müssen uns darauf einstellen, dass das alles im Kern nicht belegte, durch die Wirklichkeit nicht belegbare Behauptungen waren. Ja, nicht durch die Wirklichkeit nicht und durch die Geschichte ja nicht. Das spricht ja auch für einen großen Teil an von Geschichtsvergessenheit oder Ignoranz, weil man ja aus der Geschichte hätte wissen müssen, dass es nichts Neues ist. Das ist ein guter Punkt, weil nämlich die Parole alles ist neu ja auch ein Angriff auf Orientierung an Geschichte ist. Alles ist neu sagt ja gleichzeitig, du kannst auf deine Erfahrung pfeifen. Ja? Okay. Und deshalb ist da, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Verbindungspunkt. Also das hängt miteinander zusammen und daran sieht man wieder, wie klug die Leute sind, die sich solche Parolen ausdenken. Aber man darf nicht aufgeben, man muss dagegenhalten, man muss zeigen, wie wir mit solchen Methoden, mit solchen Denkfehlern malträtiert werden. Und in die falsche Richtung gelenkt werden.